Ich habe mich in der Ausstellung hier im Besonderen auf die Kupferstiche von Hendrik Goltzius bezogen, und zwar auf seine Serie mit den Himmelsstürmen. Dann sind ja vier Figuren, die keinen Boden unter den Füßen haben, keinen Halt, die sind zum Sturz, vielleicht zum Tanz bereit. Aber wir sehen in der Ausstellung immer nur Fragmente. Die Bilder haben Titel. Die Titel sind teilweise Namen von Winden. Und wir wissen ja, dass Winde eine unglaubliche Kraft haben, eine Erneuerungskraft, aber natürlich auch eine Zerstörungskraft. Sie beleben, sie können einem aber auch ziemlich Kopfschmerzen bereiten. Es macht einen großen Unterschied, ob Farbe sich gegenseitig wieder zudeckt, vermischt, ob sie ein Gemenge, ein Gefüge ist oder ob sie ganz klar und regelmäßig aufgetragen ist, ob sie mit einem Kamm aufgetragen ist oder eben dahin fließt und ausfließt aus der Kontrolle heraus. Das Material selber ist eine sprechende Sprache. Und ich kann selber gar nicht wissen, was das Material alles kann. Ich lasse mich überraschen und ich bin eigentlich auch im Dienst der Farbe. Ich möchte die Farbe in ihre Kraft kommen lassen.